Florian, ein Jahr bist du jetzt Trainer hier. Bist du heute Morgen so aufgestanden und gesagt, wow, jetzt schon ein Jahr rum. Wie schnell ging das denn? Habe ich erst gemerkt, als ich die Kreiszeitung gelesen habe. Bilanz ziehen wir im Sommer. Bilanzen sind immer irgendwie eine Saisonsache für mich und hat jetzt keine besondere Bedeutung heute für mich, dass es jetzt ein Jahr ist. Ich hoffe, es kommen noch ein, zwei Jahre auf jeden Fall mindestens dazu. Natürlich habe ich mich verändert, weil sich die Wahrnehmung meiner Person verändert hat. Das kann sich keiner von freisprechen. Also ich gehe jetzt nicht mehr einfach so durch die Stadt und wer sich da nicht verändert, ich glaube, der lügt sich selbst in die Tasche. Also das ist so, aber das empfinde ich nicht als unangenehm, sondern das ist einfach sozusagen eine Anpassung an die Realität. Und ich hoffe, dass ich mich in einigen Kernpunkten, die ich für mich gerne, die ich von mir selber erwarte, nicht verändert habe. So Höflichkeit, Respekt, egal gegen wem oder wem gegenüber. Das sind so Dinge, die mir einfach wichtig sind. Und ich hoffe, dass die nicht unter diesem Jahr gelitten haben. Aber dass ich mir das ein oder andere Mal überlege, was ich jetzt in meiner Freizeit mache, vielleicht ein bisschen häufiger als früher, also wo ich hingehe, wie ich das tue, mit wem ich dann auch bewusst Kontakt pflege, das ist, glaube ich, selbstverständlich. Das bringt der Job nun mal mit sich und deshalb habe ich mich auf jeden Fall verändert, aber ich hoffe nicht sonderlich zum Negativen. Ich glaube, Gelassenheit kann man mir nicht unterstellen, wenn ich auf den Trainingsplatz gehe. Also das auch. Ja, jetzt sind wir ja doch in der Bilanz, die ich eigentlich nicht wollte, ne? Also natürlich entstehen auch in diesem Beruf, wie in Ihrem Beruf auch wahrscheinlich, in gewissen Dingen entstehen Routinen. Aber wir haben das große Glück, und da würde ich uns alle drei einschließen, die wir hier sitzen, dass es eine Routine nie gibt. Und das ist, wenn du am Wochenende in ein Stadion gehst oder dieses Privileg hast, daran wirklich aktiv teilzunehmen. Und da hat sich dieses Kribbeln hat sich vom ersten Tag bis heute kein Stück verändert und ich hoffe, dass es sich auch nie verändern wird, weil das ist einfach das schönste Gefühl überhaupt. Wenn man auf den Trainingsplatz geht, hat man ein Ziel, was zu vermitteln und das hat sich für mich nicht verändert, Gelassenheit in der Hinsicht zu entwickeln, wirklich nicht, sondern ich empfinde es als meine Pflicht, auch gegenüber den Spielern immer sehr gut vorbereitet auf den Trainingsplatz zu gehen. Es würde für mich nichts Schlimmeres geben, als wenn ein Spieler irgendwann mal das Gefühl hat, der ist nicht vorbereitet oder der hat keinen Plan. Das geht nicht. Also natürlich sind vielleicht Arbeitsabläufe effizienter geworden mit den Co-Trainern, mit den Analysten, dass man sich natürlich besser kennenlernt, über gewisse Dinge nicht mehr reden muss, sondern sie einfach automatisch passieren. Aber Gelassenheit wäre aus meiner Sicht das komplett falsche Wort.